Und wir gehen jetzt mit Ihnen in einen Hochsicherheitstrakt. Da finden wir aber keine Juwelen, kein Geld, kein Gold. Nein, wir finden Mehl. Und Sie werden gleich Augen machen, wie gut gesichert Mehl bei uns in Deutschland ist. Denn Pizza, Pasta, Brot, Pudding, Suppen, überall steckt Mehl drin. Und das muss bei uns natürlich die höchste Qualität haben. Deswegen sehen die Mehlmühlen auch nicht mehr so romantisch wie früher aus, sondern erinnern vielleicht eher so ein bisschen an Fort Knox, damit da auch ja nichts reinkommt, was da nicht reingehört. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Unsere Reporterin Manuela Klein, die zeigt uns den Blick hinter die Kulissen der Firma Roland Mills in Recklinghausen. Ja, Elina, es geht zwar nur in Anführungsstrichen um Mehl, aber egal ob Pizza, ob Brot, ob Brötchen oder Nudeln, ja, Mehl steckt ja fast überall drin, überall da, was wir wirklich gerne essen. Mehl ist aber nicht gleich Mehl und vorher ist es natürlich erstmal Getreide und das Ganze ist hier wirklich ja wie so ein Hochsicherheitstrakt. Also wir können jetzt hier auch nicht in das Labor rein. Hier wird nämlich von jedem Getreide, das ankommt, erstmal eine Probe genommen. Und warum das so wichtig ist, das erklärt mir jetzt Stefan Kill, der Geschäftsführer. Guten Morgen, Herr Kill. Guten Morgen, Frau Klein. Was untersuchen Sie da genau? Wir untersuchen das Getreide und das Mehl erstmal auf seine rheologischen Eigenschaften. Das heißt, wir untersuchen, wie verhält es sich mit Teig und Wasser. Und wir untersuchen es natürlich auch analytisch. Das heißt, welche Eigenschaften bringt das Getreide mit sich? Das Mehl muss immer gleichbleibende Qualität haben. Was passiert denn, wenn das nicht so ist? Wird dann plötzlich die Pizza anders schmecken? Ich glaube, sie würde nicht unbedingt anders schmecken, aber sie würde anders aussehen. Es muss in die Verpackung passen und im Grunde erwartet der Verbraucher immer das gleiche Backergebnis und eine Prozessfähigkeit bei der Herstellung. Und das ist das Entscheidende. Die Aufgabe Ihres Müllers ist es also, immer für gleichbleibende Qualität zu sorgen, ganz wichtig. Vorher muss aber erstmal das Getreide ja überhaupt hier ankommen, also entweder per Schiffsladung oder mit ganz, ganz vielen Lkw, meistens tatsächlich aus der Region. Sie sind systemrelevant, deswegen gelten hier auch so strenge Sicherheitsmaßnahmen, oder? Ja, strenge Sicherheitsmaßnahmen haben wir einmal natürlich zum Schutz der Mitarbeiter, dass wir die Mitarbeiter auch alle bei ihrer Aufgabe weiterhin erhalten können. Und das Zweite ist natürlich auch die Lebensmittelsicherheit, die wir einhalten müssen. Und die Aufgabe des Müllers ist es im Grunde, das Getreide, ein natürliches Produkt, so zu übersetzen, dass es gleichmäßig und produktionsfähig ist. Das hat jetzt also nichts mehr mit den Mühlen von früher zu tun, also so hochromantisch, das ist schon irgendwie alles eine andere Dimension, ne? Es ist ein hochtechnologischer Bereich, ganz klar, und auch in seiner Anforderung an die Verfahrenstechnologie sehr, sehr aufwendig. Manches ist noch wie früher und nostalgisch, weil wir das Getreide vom Bauern kriegen und den Bäcker auch kennen, aber in der Regel ist es natürlich eine verfahrenstechnologische Angelegenheit. 300 bis 400.000 Tonnen Getreide werden hier pro Jahr zu Mehl verarbeitet und die Mühle hat wirklich nichts mehr mit Max und Moritz zu tun, sondern ist ein riesiger aluverkleideter Bau, 73 Meter hoch. Ja, in der Mühle selbst ist es so wahnsinnig laut, dass man sich da überhaupt nicht unterhalten kann. Hier ist es ein bisschen leiser, Herr Kill. Warum ist das so laut in der Mühle? Getreide ist sehr, sehr hart und man braucht unglaubliche Kräfte, um das zu zerkleinern. Und die Maschinen sind offen, damit man Zugriff auf die Ware hat und deswegen ist es sehr laut. Sie haben mir erzählt, es gibt 18 verschiedene Zerkleinerungsschritte des Getreides. Warum so viele? Es ist etwas aufwendig, die Schale vom Getreidekorn und den Mehlkern zu separieren. Und dafür muss man zerkleinern und sieben, relativ häufig. Und das wiederholt sich bis zu 18 Mal. Okay, Sie haben ja auch gesagt, neben den Hygienebedingungen, das ist ein hochexplosiver Bereich. Mehlstaub ist wahnsinnig gefährlich. Warum? Es ist immer so, dass wenn es eine bestimmte Kombination zwischen Luft und Staub gibt, es hochentzündlich ist. Und deswegen sind wir ein Bereich, der unheimlich explosionsgeschützt ist, damit wir die Menschen und die Bevölkerung schützen können. Also Feuerzeug sollte ich besser nicht anmachen. Idealerweise nicht. Wenn die einzelnen Mehlsorten fertig produziert sind, wird das Ganze verladen, auch hier nicht mehr in Säcken, sondern mit riesigen Silofahrzeugen, wo dann das Mehl ja, in einiger Zeit reingelassen wird. Also dass man bei der Produktion von Mehl so viele Dinge beachten muss, das habe ich auch nicht gedacht. Und beim nächsten Biss ins Brötchen sehe ich das sicherlich mit anderen Augen. Das sind jetzt hier Rohlinge, die auch wieder Probe gebacken werden. Ja, also viel erfahren zum Thema Mehl und Getreide.